Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung für Lumbens-Armbänder. Heute möchte ich euch dieses schöne Blumenarmband vorstellen. Es hat hier drei Blüten und zwischendurch haben wir so die Stiele, die Blätter. Ihr braucht für dieses Armband wieder eure Gummis, die Blütenfarbe, hier die Grundfarbe, also bei mir das Grün jetzt, hier für die Blätter. Zwischendurch könnt ihr für eure Blüten hier nochmal unterschiedliche Blütenpunkte einsetzen. Dafür braucht ihr noch den Haken und ansonsten benötigen wir die Gabel. Ihr startet, indem ihr euch die Gabel nehmt, die Grundfarbe wählt, und zwar zwei Gummis. Diese beiden Gummis kommen über die zweite Zinke. Ihr verdreht sie hinten und dann kommen beide so über die dritte Zinke. Ihr nehmt wieder zwei Gummis, macht sie gemeinsam über die zweite und dritte Zinke. Ihr könnt ja hier so mit dem Mittelfinger ein bisschen festhalten. Und jetzt werden die unteren Gummis oben drüber gehoben. So. Hinten einmal nachziehen. Und ihr wählt wieder zwei Gummis. Schiebt sie über die zweite und dritte Zinke. Hier hinten gleich wieder nachfassen. So. Und hebt sie oben drüber. Und das gleiche noch einmal. Die unteren über die oberen drüber gehoben. So, dann haben wir hier 4x2 Gummis. Und wir beginnen jetzt mit unserer Blüte. Für die Blüte benötigt ihr auch wieder jeweils zwei Gummis. Die ersten beiden kommen ebenfalls über die zweite und dritte Zinke. Ihr hebt sie über, die unteren. Upp. Hinten immer schön nachziehen. So, und wieder zwei Gummis. Die kommen jetzt über die erste und zweite Zinke und nochmal zwei über die dritte und vierte Zinke. So, und ihr hebt wieder die beiden unteren drüber, hinten einmal straff ziehen und dann seht ihr, wie sich das hier so abspaltet. So, ihr nehmt wieder zwei Gummis und die kommen jetzt über die erste und zweite und die dritte und vierte Zinke. So. Jetzt werden die unteren wieder drüber gehoben. Noch einmal. Noch einmal. Hinten schön straff ziehen. So. Und noch ein zweites Mal. Die beiden hier drüber. Und die beiden hier drüber. So, die unteren über die oberen drüber gehoben. Und hier auch nochmal. Hinten straff gezogen. Und um die Blüte jetzt zusammen zu bekommen oben, hebt ihr die beiden Gummis von der ersten Zinke über auf die zweite. Und die beiden Gummis von der vierten Zinke über auf die dritte. So, jetzt habt ihr hier jeweils vier Gummis liegen.
Dann wählt ihr euch wieder zwei neue Gummis. Und die kommen über die zweite und dritte Zecke. Jetzt werden alle vier unteren Gummis oben übergehoben. So. Und gleich noch einmal auf der anderen Seite. Schwuppdiwupp. Schön straff ziehen. Und eure erste Blüte ist entstanden. So, obendrauf kommt jetzt wieder die Grundfarbe oder die Blätter. Dafür wieder zwei Gummis. Ebenfalls die zweite und dritte Zinke. Und dann hebt ihr die unteren wieder drüber. Zieht nach. Und an eurer Blüte beginnt hier oben das Blatt zu wachsen. So, da es etwas länger dauert, habe ich es für euch wieder einmal vorbereitet. Hier habe ich für die Blätterfarbe einmal weiß gewählt, also als Grundfarbe, zwischendurch die Blüten. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie wir hier diese Blütenpunkte einsetzen können. Dazu braucht ihr einen Häkelhaken und einen Blütenpunkt. So. Wenn ihr habt, piekt ihr diesen Häkelhaken hier in diese erste Blüte ein. Und dann könnt ihr gucken, dass ihr hier auf der Seite wieder rauskommt. So, entweder so. Dann hackt ihr euren Gummi ein. Und den könnt ihr dann vorsichtig hier durchziehen, durchfädeln. Schön straff ziehen. Und dann könnt ihr hier in den Gummi einen Knoten machen. So. Und dann habt ihr hier so einen Punkt drauf. Je nachdem, wo ihr hier durchgezogen habt, könnt ihr den Punkt auch ein bisschen mehr mittig machen oder ein bisschen mehr an den Rand. Und am Ende werden dann hier wieder vier grüne bzw. 4x2 Bänder in der Grundfarbe kommen und ihr baut einen Haken an. Wir haben jetzt hier viermal die Bänder in der Grundfarbe und zwischendurch habe ich dreimal die Bänder in der Grundfarbe. Zwischendurch sind dann hier die Blüten. Und insgesamt habe ich für dieses Armband jetzt 64 Gummis plus die drei Blütenpunkte benötigt. Ja, ich hoffe, meine Anleitung hat euch gefallen und euch gefällt auch dieses Blütenarmband. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachmachen und hoffe auf ein nächstes Mal.